Wir gelangen nun zur kurzen Debatte über die Anfrage. Eine kurze Debatte kann übrigens immer dann stattfinden, wenn sie von 5 Abgeordneten verlangt wird. Wir sehen in der heutigen Sitzung auch noch eine kurze Debatte auf Antrag der SPÖ. Dass sich eine Verlesung durch den Schriftführer erübrigt. Wir gehen gleich in die Debatte ein. Ich mache darauf aufmerksam, dass gemäß § 57a Absatz 1 der Geschäftsordnung kein Redner länger als 5 Minuten sprechen darf, wobei dem Erstredner zur Begründung eine Redezeit von 10 Minuten zukommt. Stellungnahme von Mitgliedern der Bundesregierung und zum Wort gemeldeten Staatssekretären soll nicht länger dauern als 10 Minuten. Das ist ein Wunsch. Ich ersuche nun den Abgeordneten Hafenecker als